Hallo meine lieben Maker-Freunde! Kennt ihr das auch? Ihr denkt euch, okay, ich mache mir jetzt einen Gegenstand und wenn ich den nehme, lasse ich irgendwas Cooles passieren und mache das alles dann mit Scripts. Bisher war es dann immer so, wenn ich das machen wollte, musste ich mir ein Common Event irgendwie erstellen und dann musste ich sagen, okay, bitte aktiviere dieses Common Event. Und da konnte ich dann sagen, okay, führe bitte dieses Script aus und so weiter und so fort. Das ist aber ein bisschen doof. Jetzt will ich vielleicht einen Gegenstand haben und will nicht jedes Mal ein Common Event dafür auslösen, sondern will eigentlich sagen, führe bitte direkt ein Script aus. Das ist bisher noch nicht möglich, aber ich habe ein Plugin geschrieben, was es möglich macht. Und das wollen wir uns heute anschauen. Erst einmal wollen wir dafür Folgendes kommen. Wir wollen uns die Gegenstände dafür anschauen. Dafür schauen wir uns am besten mal die Warrior Pill an, die ich hier erstellt habe. Und zwar Change Your Class to Warrior. Das ist ein Regular Item für eine Person. Und das Besondere hier ist nämlich hier unten rechts diese Note. Wofür steht die und was macht die? Also Note-Tags, wenn ihr das noch nicht hattet, schaut euch mal bitte folgendes Video an, da erkläre ich Note-Tags so ein bisschen. Und ansonsten gibt es hier nämlich den Key Called Script. Das benutzen wir quasi für unser Plugin. Und nach dem Doppelpunkt dieses gdt.changeClassToWarrior. Das ist der Funktionsname, den wir aufrufen. Dass ich da einen Punkt zwischen habe, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich habe mir das nochmal ein bisschen gekapselt. Ich zeige euch auch mal ganz kurz, wie das Beispiel aussieht. Ich habe hier gesagt, okay, gdt ist gleich ein Objekt. Und dann konnte ich an das Objekt Sachen dranhängen. Und hier habe ich einfach gdt.changeClassToWarrior ist gleich Function. Und ich erwarte Targets und ein Item. Und dann kann ich damit machen, was ich will. Also das hier, da kann ich auch nur Alert Hallo reinschreiben. Das machen wir auch mal kurz. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. So, einmal neu laden. Ich habe hier eine Truhe mit der Warrior Pill und noch ein paar anderen Gegenständen. Und wenn ich jetzt die Warrior Pill einsetze, erscheint unser Alert. Hallo. Da ich jetzt einen Alert drin habe, da spinnt der RPG-Maker so ein bisschen, aber normalerweise ist es nicht so. So, ich mache das Ganze jetzt hier mal rückgängig zu dem richtigen. Und wir kriegen auf jeden Fall mal die Targets reingereicht. Das ist ein Array von Membern und von ja, Game-Actern. Und da kann man halt durchgehen und mit denen irgendetwas machen. Targets wird halt immer definiert über das, was ihr quasi, was ihr hier definiert. Ist es one, ist es quasi für eine Person, dann kriegt man immer nur ein Array mit einer Person reingereicht. Oder man sagt halt all enemies, weil das, ja, würde auch funktionieren, dann kriegt man halt die enemies reingereicht. Oder man kriegt, kann das nur auf, ja, tote Members anwenden oder quasi alle. Ja. Dementsprechend kriegt man so viele Leute halt reingegeben. Okay. Das heißt, ich krieg das hier reingegeben und was machen wir denn bei Change Class to Warrior? So, erstmal wollen wir uns das Ganze anschauen. Funktioniert das Ganze denn überhaupt? So, ihr seht, Sam ist ein Hero und Therese ist Priest. Wir nehmen jetzt uns einfach mal den Sam und ich bin plötzlich Warrior. Das heißt, die Warrior Pill hat wunderbar funktioniert. Und der Code dafür, der ist gar nicht schwierig. Ich sage hier einfach nur, wenn das kein Array ist, dann habe ich einfach keine Person, dann gehe hier wieder raus, Return False. Ansonsten gehe über jedes Target drüber und dann kann ich hier sagen Change Class. Ich weiß, 2 ist Warrior, können wir uns gleich angucken, wo das steht. True bin ich mir gar nicht mehr sicher, wofür das genau steht. Achso, genau. Man kann auch sagen, wenn man die Klasse wechselt, dass man quasi wieder vom 0. Level anfängt. Oder man hat quasi die Erfahrung auch dann als Warrior noch. Und dann sagt man, behalte die XP. So, 2 ist die Warrior-Klasse. Das kann man hier relativ einfach herausfinden. Database, Classes. Und dann sieht man hier, die 2 ist Warrior. Und das funktioniert wunderbar. Das heißt, ihr könnt mit diesem Plugin irgendwelche Scripts ausführen und seid
null limitiert. Ihr braucht keine Common Events mehr dafür. Ihr könnt einfach ein Script euch erstellen. Ihr bekommt immer die gleichen Sachen rein. Ihr bekommt immer irgendwelche Targets rein. Das heißt, Gegner oder Verbündete, also eine Person, mehrere Personen. Und ihr habt immer das gleiche Vorgehen. Was ihr dann mit den Leuten macht, bleibt vollkommen euch überlassen. Hier noch ein Beispiel, was ich erstellt habe. Party Up. Wir sehen, Sam und Therese sind Level 5 und Level 1. Wenn ich das jetzt mache, habt ihr das gesehen? Dann ist nämlich Folgendes passiert. Wir sind Level 6 und 2 und wir sind aus dem Menü rausgegangen und es ist ein Exclamation Mark gekommen. Wir wollen uns mal kurz anschauen, was es damit auf sich hat. Ich habe an dieser Stelle, gehe ich quasi den Standardkram durch. Ich sage nämlich dann auf dem Target Level Up. Da könnt ihr sogar Schluss machen. Ich dachte mir aber, okay, wir wollen irgendwas Besonderes machen. Also mache ich Folgendes. Ich sage dem Scene Manager, okay, geh wieder zurück zur Karte. Und dann bitte beim Gameplayer Request Balloon 1, das ist der mit dem Exclamation Mark. Und dann kann man dem Game Interpreter auch noch sagen, dass er so lange warten soll. Das ist dieses Häkchen, das kann ich euch mal kurz zeigen. Wait for completion. Show Balloon Icon. Also quasi haben wir das hier ausführen lassen. Wait for completion und dann passt das Ganze. Und damit könnt ihr euch eigene Scripts erstellen. Hier habe ich auch etwas gemacht. Oh no heißt diese Funktion. Die wiederbelebt alle Targets, die, die es nötig haben quasi. Wenn ihr das auf dem Lebendigen macht, ist es gar kein Problem, da passiert einfach nichts. Und dann gibt es hier Sound Manager Play System Sound 5. Ihr könnt einen System-Sound halt abspielen. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal einen Spieler killen. Und zwar Game Party Members 1. So, das ist mein Member.die. Ich glaube, ich bin nun, genau. Ihr seht, dass das noch gelb ist. Ich glaube, ich muss einmal ein Update machen oder Refresh. Damit der Status auch geupdatet wird. Genau. Jetzt haben wir Therese und die ist kaputt. Jetzt habe ich die Dead Comeback. The Ones. Okay, da habe ich gar nicht zu Ende geschrieben. Und. Ah, ja, ja, okay. Nach dem Revive hätte ich auch ein Status-Update machen müssen. Target.refresh. Scheinbar habe ich gerade das so eingestellt. Eigentlich sollte das für die ganze Party sein. Items. Dead Comeback. Alle toten Allies. So. Damit das ein bisschen spannender wird, holen wir uns nochmal eine zweite Person rein. Sam. Ach Quatsch, Sam haben wir. Lucius. Haben wir das? Ja, okay, haben wir. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen hier der zweite Member, Member die, mem.refresh. Und der dritte. Wahrscheinlich hätte ich den hier machen sollen. So. Nicht? Mag er nicht? Dann gucken wir doch mal, wie die Members aussehen. Ich bin da gerade etwas unsicher. Ja, 0, 1, 2, okay. Nochmal. Ah, verdammt. 1. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, okay, jetzt sind beide tot. Und jetzt nehme ich mir die Dead Comeback Pille. Und ihr seht, es sind beide wiederbelebt worden. Diesmal auch mit dem schönen Refresh. Und ja, hat wunderbar funktioniert. Und was man jetzt gerade nicht gehört hat im Hintergrund, der hat sogar noch diesen zusätzlichen System Sound abgespielt. So, jetzt fragt ihr euch, wo nehme ich denn eigentlich immer diese ganzen Geschichten her, wie dieses Request Balloon und solche Sachen? Ich will euch noch einen kleinen Trick zeigen.
Und der ist nämlich folgendermaßen. Ihr könnt hier in diesem Teil ja immer sagen, okay, bitte führ mal Folgendes aus. Sei es Show Text zum Beispiel, hallo. Oder ja, Control Switches auf eins, der erste an. So, und ihr fragt euch, was macht der RPG Maker eigentlich? So, und was ich hier mache, ich mache einen Script-Aufruf. Das ist auf der dritten Seite. Wir können das mal kurz wieder wegmachen. Und ich gebe hier ein Debugger, Semikolon. Und jetzt mache ich nämlich Folgendes. Ich löse die Event-Reihe hier aus. Und was ihr seht ist, ich springe automatisch in den Debugger. So, was habe ich jetzt für einen Vorteil dadurch? Wenn ich jetzt hier this reinschreibe, habe ich den Game Interpreter. Und dieser Game Interpreter, der hat eine Liste. Und diese Liste, das sind nämlich diese Sachen, die der ausführt, die wir quasi hier drin haben. Das macht er alles. So, wir wollen mal schauen. Wir sind da irgendwie ein paar zu wenig, aber okay, schauen wir mal. So, das erste, was der macht, ist, der ruft irgendwas mit Code 355 auf. Und zwar hier Debugger. Dann, wahrscheinlich habe ich nicht abgespeichert. Ich speichere, mach das nochmal kurz weg. Ich speichere hier noch, also klar, ich muss hier und dann abspeichern. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. In der Schnellansicht. Oh, ich habe den. Wichtig ist, ihr müsst die DevTools dafür offen haben. Also im RPG Maker selber F8 oder im Webbrowser F12. Okay. Nochmal. So, this. Ja, das sieht schon besser aus. So, das erste, was der macht, Code 355 mit Parameter Debugger. Interessiert uns gar nicht, der führt irgendein Skript aus, da können wir es sowieso machen. So, Code 213, Parameters. Minus 1, 1, true. Huh, was ist das denn? Dann können wir reingucken. Was ist denn das zweite, was der ausführt? Show Balloon Icon. Hatten wir eben schon, deswegen sparen wir uns das. Gucken wir uns mal das nächste an. Text. So, Code 101 und Parameters. Okay, der bereitet scheinbar irgendwas vor. Und dann bei 401 sagt er Hallo. Also für den Text kann es auch manchmal, also bei manchen Sachen muss der irgendwas vorbereiten, muss noch ein Kommando dazwischen schieben. Das ist ganz wichtig. So, aber was könnt ihr mit diesen Codes hier anfangen? Zu irgendwas müssen ja gut sein. Das ist relativ einfach. In der Regel, ihr nehmt euch das ganze Ding, geht dann in den Editor eurer Wahl. In der Regel ist mit STRG-SHIFT-F, könnt ihr dann in Ordnern oder sonst wo suchen. Bei mir ist ein Projekt oder Directory kann man natürlich auch sagen. Sucht mal bitte in dem ganzen JS. Sucht da mal bitte nach Comment 121. Ihr packt einfach einen Comment davor. Wenn das nicht existiert, ist es auf irgendeine andere Weise, wird das eingebunden. Dann findet man die 121 irgendwo anders. In diesem Fall zeigt ihr mir sogar an, okay, ich habe hier eine Preview. Also schauen wir doch mal. Und dann gibt es nämlich hier, sieht man schon, Control Switches. Und da gibt es nämlich hier den Comment 121. Und hier kann man sich anschauen, was der eigentlich macht. Der geht über diese Params rüber, die Parameter, die man reingeht, und sagt dann hier Game Switches Set Value. Das haben wir zwar schon alles uns angeguckt mal, aber hier sieht man, kann man sich halt schnell anschauen, wie eigentlich die Sachen vom RPG Maker gemacht werden. Und das ist eine relativ coole Sache. Deswegen, der Riesentipp von mir, wenn ihr irgendwelche Sachen umsetzen wollt, der RPG Maker kann euch ja schon irgendwelche Sachen mitliefern. Und alle Sachen, die ihr hier drüber quasi abregeln könnt, über den RPG Maker selber, die könnt ihr auch irgendwie in Scriptform abrufen. Jo. Und das war's soweit, inklusive den kleinen Exkurs, wie man vorgeht, wenn man eigene Skripte schreibt. Ich hoffe, ihr könnt etwas mit dem Plugin anfangen. Und wie immer würde ich mich über ein Abo von euch freuen und über ein Feedback, was ihr von dem Skript haltet. Was ist es sinnvoll für euch oder
was habt ihr damit gemacht oder werdet ihr damit machen. Und natürlich, wenn ihr Themenvorschläge habt, auch einfach in den Kommentarbereich. Ansonsten, wie immer, bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß beim Makern und bis zum nächsten Mal. Euer Jails.